Ja, wie gesagt, seit 2004 leite ich dieses Institut in Amsterdam, wo wir versuchen, also aktiv, proaktiv uns an der Forschung diese Internetphänomene zu beteiligen. Proaktiv heißt also, dass wir versuchen, mittels Studien nicht nur die Geschichte des Internets zu beschreiben, nicht, weil diese Entwicklungen gehen nach wie vor sehr, sehr schnell. Und das Problem, was dabei entsteht, ist, dass man immer hinterherhinkt. Nicht? Und vor allem in der Forschung ist es eigentlich immer so, dass wenn man eine Studie fertig hat, ist das Phänomen selbst längst verschwunden. Nun kann man sagen, gut, daran haben wir uns mittlerweile gewohnt. Ja. Ich habe trotzdem aber die Ambition, dass wir mittels der Wissenschaft, mittels Theorie und auch Kritik wenigstens versuchen zu reflektieren auf dem, was noch da ist. Dieses Problem ist ja von Paul Virilio sehr, sehr detailliert schon beschrieben worden, was es heißt, dass die Phänomene in der Gesellschaft immer sich beschleunigen. Und ja, das bereitet die Frage, also was wir tun können als Wissenschaftler und wie wir also auch positiv strategisch beitragen können, um dieses Feld, was sich sehr, sehr schnell verwandelt und transformiert, trotzdem ja, zu beeinflussen, sagen wir mal es so. Und zwar nicht von draußen, also meine Position ist ganz eindeutig, also von drinnen. Ich versuche, obwohl ich also kein Techniker bin und ich bin auch kein Entrepreneur, aber trotzdem versuchen wir, das von einer kritischen und kulturellen Sicht aus zu beeinflussen. Okay, ich gehe mal schnell durch ein paar Projekte, die wir gemacht haben. Dann werde ich versuchen, also einen Überblick zu geben über den, was es derzeit gibt an Kritiken, an Theorien. Also zeitgenössische Theorien des Internet und der Netzkultur. Und dann im dritten Teil werde ich also ein paar Bemerkungen machen, wie aus meiner Sicht ganz speziell in dieser Lage, also wir die sozialen Medien studieren und betrachten könnten. Ja? Also die Methodik des Instituts besteht daraus, dass wir ein Netz aufbauen von Leuten, die forschen, von Künstlern, von Leuten, die von Programmierern, von Leuten, die also im Design tätig sind und die sich an solche Themen und an solche Herangehensweise interessieren. Also das haben wir hier das Beispiel, dass wir ein Forschungsnetz, was wir aufgebaut haben 2006, 2007, um diese Kritik der kreativen Industrie. Wie Sie wissen, wird gerade jetzt im niederländischen Parlament darüber diskutiert, dass das Kulturetat vielleicht 25% verliert und da wird als Lösung also die kreative Industrie bevorzugt. Und ja, wir haben also damit eigentlich recht früh angefangen, also uns diese Frage zu stellen, was das eigentlich auf sich hat. Das Gleiche gilt auch für dieses Netz, das eigentlich noch im Aufbau ist, zusammen mit ähnlichen Initiativen in Wien und auch in Bangalore. Also das ist ein Netz, was sich beschäftigt mit Suchen und die Kultur des Suchens
Also suchen ist leider, gibt es nicht sehr viele Leute, die sich direkt damit befassen. Die Literatur, wenn man genauer hinschaut, die sich mit Google befasst, ist sehr auf diese eine Firma bezogen. Und eigentlich kann man kaum etwas finden, was sich damit richtig kritisch auseinandersetzt. Geschweige, dass wir richtig verstehen, was unsere Kultur des Suchens eigentlich auf sich hat und dass wir immer weniger auswendig lernen, auch in der Schule, in der Grundschule sogar, und immer mehr geneigt sind, wenn wir etwas wissen möchten, suchen wir schnell und gehen wir weiter. Also das Suchen wird eigentlich fast ein subliminales Verfahren. Unserer Meinung nach gibt es noch sehr, sehr viele Fragen, die da unbeantwortet sind, was die gesellschaftlichen Auswirkungen eigentlich angeht. Und natürlich ist Suchen ist ein sehr, sehr gutes Beispiel von einem Verfahren, was eigentlich über die ganzen Applikationen und Plattformen und eigentlich die ganzen Internet-Hypes hinausgeht. Es geht sogar über der PC hinaus. Das Suchen machen wir derzeit auch auf dem Telefon, auf Smartphones und so weiter. Ne? Gut, das größte Projekt, was wir machen derzeit, ist dieses Forschungsnetz über Online-Video und das heißt Video-Vortex. Im Moment sind wir auch im Gespräch mit Gaieté Lyrique hier in Paris, eine ähnliche Veranstaltung nächstes Jahr zu machen. Es hat schon 6, 7 Mal stattgefunden. Und es befasst sich mit allen Aspekten von Online-Video oder YouTube. Ja, es geht natürlich aber vor allem über die Art und Weise, wie Künstler damit umgehen und wie wir eigentlich diese Sache archivieren, ob das überhaupt möglich ist. Was auch die genauen Unterschiede sind im Vergleich zu Film und Fernsehen und sogar Video im klassischen Sinne. Also die Frage wirklich ist ganz elementar, was ist Online-Video jenseits von dem, dass man dort auch alte Videos und Clips und Fernsehausschnitte und so weiter sehen kann. Also natürlich geht es da viel um Sammeln, Share, das Verfahren, dass man also diese Sachen teilt, dass man sie gemeinsam interpretiert und diskutiert. Okay. Und das letzte Projekt, was ich hier vorstellen möchte, haben wir vor 2 Jahren angefangen. Und befasst sich mit Wikipedia. Es heißt Critical Point of View und hat letztes Jahr 3 Mal stattgefunden in Amsterdam, in Bangalore und auch in Leipzig. Und die Veranstaltung in Leipzig, das zeige ich jetzt hier, war eigentlich das erste Forschungstreffen von Leuten, die sich direkt mit der deutschen Wikipedia befassen. Also, wie Sie vielleicht wissen, ist Wikipedia die 5 meistbesuchte Website. Es ist der einzige Non-Profit. Und der deutsche Wikipedia ist der Nummer 2 nach dem englischen und ist sehr, sehr gut besucht. Die Qualität ist sehr hoch, aber es ist zum Glück auch so, dass sehr viele gute Leute schon danach forschen. Und dies war das erste Treffen, veranstaltet gemeinsam mit der Universitätsbibliothek Leipzig und die Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn. Und
Gerade ist darüber auch ein Forschungsbericht erschienen. Das habe ich hier auch in der Bibliothek abgegeben. Sie können das, viele dieser Studien übrigens können Sie downloaden als PDF umsonst, aber Sie können es auch zuschicken. Wir drucken auch einige und vergeben sie dann. Gut. Dann komme ich jetzt auf diese Frage, wie eigentlich, wo wir jetzt sind eigentlich, was ist State of the Art in meinem Bereich, also die Internetkritik angeht. Natürlich, also dieser Begriff selbst habe ich damals mit Pitt Schulz erfunden oder entwickelt, damals 1995, als wir NetTime angefangen haben und dann natürlich Hybrid Workspace gemacht haben, zusammen mit Katrin David in Kassel auf der Documenta und so weiter, sehr viele Projekte gemacht haben da. Und ja, diese Fragen, die wir damals stellen, sind eigentlich nach wie vor wichtig, obwohl wir natürlich das Internet selbst sich weiterentwickelt hat und wir einige Phasen weiter sind nach Dotcom-Hype und Dotcom-Crash und Web 2.0. Wachen wir auf und auf einmal heißt alles soziale Medien, nicht? Also wir sind sogar jenseits von Web 2.0 und ja, gut, also jetzt heißt alles soziale Medien, gut. Wir benutzen dafür eigentlich nach wie vor dieses Begriff der Netzkulturen. Natürlich in den 90er Jahren hat es Virtual Communities geheißen und so weiter. Nicht? Also diese Terminologie ändert sich immer alle paar Jahre und das gehört zum Internet. Man muss sich daran gewöhnen, das hat weiter nicht sehr viel zu bedeuten. Die Fragen bleiben meistens die gleiche. Was anders ist, ist natürlich, dass um so viel mehr Leute Zugang haben, sich daran beteiligen und natürlich auch, dass es ein Verfahren gibt von weiterer Beschleunigung. Ja, die Beschleunigung und die Verbreitung, ja, die bleiben. Ja, die sind eigentlich, das ist das Einzige, was konstant ist, dass sehr viel aufkommt und verschwindet und schneller geht und sich. Ja. Gut, also der, würde ich sagen, weltweit im Moment bekannteste Netzkritiker ist natürlich, sind sehr viele Amerikaner, ist Nicholas Carr. Hier sieht man auch sein Buch, What the Internet is Doing to Our Brains, The Shallows, auch auf Deutsch erschienen. Und vielleicht im deutschsprachigen Raum eher bekannt geworden durch dieses Buch und die Thesen von Frank Schirmacher, also Payback, das Buch, was Ende 2010 erschienen ist und damals recht lebendig, sagen wir mal, diskutiert wurde, mit denen sich sehr viele Leute auseinandergesetzt haben, auch in der Blogosphäre und in der Tagespresse und so weiter, nicht? Das geht da um die Frage eigentlich, ja, ob wir noch mitkommen, ob wir mithalten mit dieser Beschleunigung, vor allem natürlich verursacht von diesen sozialen Medien und vielleicht Facebook und Twitter insbesondere. Gut, also Schirmacher hat das damals gesagt und ehrlich, ich fand das Buch wenigstens sehr ehrlich, dass er gesagt hat, ja, ich komme nicht so recht mit. Und er war eigentlich der Einzige oder einer der wenigen, der das, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit gesagt hat, dass er nicht so sehr ein Internet-Skeptiker ist, so sehr, aber das, und das war für ihn dann so eine Einführung in diesem Thema, sozusagen. Ja gut, warum ist das eigentlich so? Ich bin nicht alt, ich bin nicht blöd, aber wir haben hier ein fundamentales Problem. Ja? Und ja, und dieses Problem hat dann Nicholas Carr in diesem Buch eigentlich ein bisschen systematischer eigentlich behandelt.
Es geht da auch um die Frage, ob diese Multitasking, ob das, diese ganz, ganz schnelle Echtzeit-Verfahren, ja, dass man ständig online sein muss, ständig sehen muss, ob es Updates gibt und natürlich auch daran beiträgt. Nicht? Es geht nicht nur darum, dass man das passiv alles aufsaugt, sondern man ist eingeladen, gezwungen, wie auch immer, darüber können wir uns ja auseinandersetzen, man ist gezwungen, daran sich zu beteiligen. Nicht? Und Niklas Kahr hat dann die Frage gestellt, wie eigentlich diese Beschleunigungsprozesse in der Kommunikation sich auf dem Gehirn auswirken. Gut, und hier schreibt er dann auf seinem Blog von vor ein paar Tagen, also über die letzten Forschungsergebnisse in diesem Bereich, weil er natürlich kein Hirnforscher ist, ich bin das auch nicht, deswegen bin ich selbst, muss ich gestehen, ein bisschen vorsichtig, weil ich darüber eigentlich selbst kein Urteil geben kann, ob das Gehirn wirklich sich ändert, sich mutiert, sagen wir mal, in guter Richtung oder in schlechten, das wissen wir ja auch nicht. Gut, das ist also, würde ich sagen, nach wie vor eine richtig große Debatte. Und eigentlich ist es so, dass wir, was die Multitasking angeht, dass man sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig macht, das bleibt eigentlich doch ein, sagen wir mal, das Paradigma der sozialen Medien. Und das wird auch in den nächsten Jahren, würde ich sagen, auch so bleiben. Wenn wir also über die Zukunft der Zeitungen reden oder ob wir wie morgen uns befassen mit der Wirtschaft oder mit Wissenschaft, mit Fernsehen und so weiter. Immer geht es darum, dass wir etwas betrachten, dass etwas geschieht und gleichzeitig zum Beispiel kommunizieren, Kommentar liefern und so weiter. Nicht? Also diese Multitasking, das ist wirklich sehr, sehr, sehr grundlegend, sagen wir. Und deswegen ist diese Frage auch nach wie vor wichtig, obwohl sie manchmal ein bisschen moralistisch sich anhört. Das gilt vielleicht auch für diese Studie, die ja vor ein paar Monaten rauskommt, geschrieben von Sherry Turkle. Das Interessante daran ist, dass sie eigentlich, sie hat immer beim MIT gearbeitet, im Media Lab, und sie hat zwei sehr, sehr einflussreiche Bücher geschrieben zu diesem Thema, Online-Identität, Life on the Screen zum Beispiel. Und ja, dann, also dieses Jahr auf einmal, da kommt sie mit einer fundamentalen Kritik, diese ganze Sache. Und das ist schon sehr interessant. Und das bedeutet eigentlich auch, dass wir eigentlich diese Phase, wo also die Internetkritik klein war, europäisch war und unter Verdacht der europäischen Kulturpessimismus stand und so, dass wir da also darüber hinausgehen. Und das finde ich schon sehr interessant. Ne? Nicht? Also, ich hatte das persönlich also nicht erwartet, dass sie so eine fundamentale Kritik schreibt. Ne? Der Titel besagt es eigentlich, Alone Together, ne? Gemeinsam sind wir allein. Es geht übrigens im ersten Teil geht es insbesondere über Roboter und wie Menschen mit Robotern umgehen. Und dann das zweite Teil des Buches befasst sich intensiv mit Facebook und so weiter. Also ich glaube, es ist noch nicht raus auf Deutsch, aber kommt bestimmt demnächst. Also für Frankreich schon wichtig natürlich, da auch in Betracht zu nehmen, dass es auch aus der philosophischen Ecke wenigstens Anknüpfungspunkte gibt,
Bernard Stiegler schreibt in diesen beiden Büchern ja manchmal implizit, auf einigen Stellen explizit über das Internet, aber ja leider für meinen Geschmack eigentlich noch nicht explizit genug. Also ich würde ihn und sehr viele von seinen Kollegen eigentlich auffordern, direkter eigentlich in die Debatte eigentlich einzugreifen. Aber natürlich für die, die daran interessiert sind, so eine Kritik auch philosophisch zu fundieren, kann ich seine Arbeiten besonders empfehlen. Sehr viel, recht schnell übrigens, liegt vor auf Englisch. Das passiert nicht sehr häufig. Einige Titel sind auf Deutsch erschienen, andere noch nicht. Aber dieses Buch da, Taking Care of Youth and the Generations, das ist schon sehr interessant, weil es sich direkt mit zum Beispiel mit ADHD befasst. Und also mit Verlust an dem Vermögen von vor allem von jungen Leuten, sich zu konzentrieren und eigentlich genauso, was Nicholas Carr auch sagt, sich mit längeren Texten zu befassen. Also man kann sich darüber beklagen, dass die Jugend nicht mehr genug liest, nicht? Und das tun wir gerne. Aber man kann auch versuchen, richtig zu verstehen, ja, weswegen das eigentlich ist und wo das herkommt. Und wenigstens, er versucht, das zu machen. Und ich würde es, ja, ich bin sehr daran interessiert, dass wir eigentlich dieser Herangehensweise von Stiegler, sagen wir mal, ein bisschen mehr direkter übersetzen in dem Internetkontext. Jemand, der das macht, aber dann von Italien aus, das ist der Franco Berardi, Bifo. Er hat seit einiger Zeit eigentlich nichts mehr auf Italienisch geschrieben. Seit einigen Jahren erscheinen seine Arbeiten eigentlich nur noch auf Englisch. Und er befasst sich also auch direkt da, viel direkter als Stiegler noch, mit der Frage, was die Internetkultur eigentlich auf sich hat. Ich finde seine Arbeit extrem interessant, weil er zum Beispiel direkte Verbindungen macht mit der Frage nach der mentalen Fassung von vor allem jungen Leuten. Er schreibt über die Generation, die ständig online ist, die online Spiele spielt und so weiter. Nicht? Er befasst sich mit der Frage zum Beispiel auch und macht diese Verbindung, warum so viele Leute zum Beispiel Prozac nehmen oder leiden unter Depression. Und er macht die Verbindungen, die eigentlich in der Internetdebatte eigentlich ausgeklammert sind oder ja, und wo die Verbindungen noch nicht so direkt gemacht werden. Und ich denke, dass wir in den nächsten Jahren, also auch was die sozialen Medien angeht, sehr viel mehr darüber erfahren werden. Und dass also die Kritik, der natürlich vorangetrieben wird von Leuten innerhalb der Netze, nicht? Also nach wie vor, es ist keine, sagen wir mal, Wertkritik aus irgendeiner konservativen Ecke, die von außerhalb sagt, na ja gut, also haben wir doch immer gesagt und ja. Nein, Franco Berardi ist wirklich ein Beispiel, ein Theoretiker, ein Kritiker, der sich eigentlich seit Mitte der 90er Jahre sehr, sehr intensiv damit befasst und sich auch sehr viel umtreibt mit jungen Leuten. Und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Und er macht die Verbindung zwischen, was er Semiokapitalismus nennt, ja, und die wirtschaftliche Lage der jungen Leute, ja, also das
Riad, also die prekären Lage der wirtschaftlichen Stellung von jungen Leuten, also die keinen Dauervertrag mehr bekommen, die vor allem in Ländern wie natürlich Italien, Spanien, aber auch arbeitslos sind oder und die völlig andere eigentlich Aussichten haben im wirtschaftlichen Sinn als die Generation, sagen wir mal, über 50 oder die Babyboom-Generation, die jetzt in Pension geht. Also ich kann das besonders empfehlen. Wir gehen mal weiter. Ich habe schon vorher gesprochen über Suchen und die Suchmaschinen. Und eigentlich ist Siva Vahanathan der Erste. Wir haben ein kleines Bändchen rausgegeben, was Deep Search heißt, was in Wien erschienen ist, auf Deutsch und auf Englisch. Aber sein Buch ist eigentlich das erste Buch, was sich grundsätzlich, sagen wir mal, aus geisteswissenschaftlicher Sicht mit Google befasst. Natürlich ist die Literatur über Google ist zum Teil natürlich sehr technisch auch. Leute, die sich also aus der Mathematik dann mit die Algorithmen und so weiter befassen. Ja. Aber was er gemacht hat, das Buch kam vor 2 Monaten raus, ist eigentlich ein erster so systematischer Überblick über die Auseinandersetzungen, die es um Google gibt. Und das betrifft ja nicht nur die Suchmaschinen, sondern natürlich auch sehr bekannt Google Book. Book Search und die Klagen, die Verlage da eingereicht haben, die Debatte, die ja in Deutschland sehr, sehr weit geführt wurde, wegen Privatsphäre in Bezug auf Google Street View. Aber er hat da auch ein Kapitel rein über die Frage, was eigentlich Google und Außenpolitik der Vereinigten Staaten miteinander zu tun haben im Falle von China. Ich weiß nicht, wer sich hier intensiv mit Google befasst. Es gibt so viele Elemente. Diese Firma ist so schnell, so groß geworden und versucht auch so viel, was zum Teil auch nicht gelingt natürlich. Ne? Sie stellen auch sehr, sehr viele ihre Pilotprojekte wieder ein. Was ist eigentlich die Sache eigentlich eher noch komplexer machen, weil man eben nicht mehr so richtig schaut. In den 90er Jahren hatte man Microsoft und das war eigentlich noch wegen ihrer Dominanz in dem Browsermarkt und mit ihrem Betriebssystem noch recht einfach. Bei Google aber geht es wirklich in alle Richtungen. Ja, wenn man schaut, was Android derzeit an Marktanteil schon hat und und dann wieder wird gesprochen, dass sie in Richtung Windenergie gehen oder sogar im Nuklearbereich und so weiter. Ja. Und das habe ich vorher schon gemeint, nicht? Dass es für die Leute, die sich damit kritisch befassen, sehr, sehr schwierig ist, überhaupt zu entscheiden, mit welchem Objekt haben wir eigentlich zu tun. Also die Frage des Objektes der Studie selbst ist schon sehr, 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 sehr wichtig. Ein anderes Beispiel, was mich auch recht überrascht hat eigentlich, letztes Jahr erschien dieses Manifest, ein Essay, wirklich interessant. Es hat mich sehr daran erinnert, wie, Kremlin-Watchers in den 60er, 70er Jahre geschaut haben und eigentlich Jaron Lanier ist so etwas wie ein Sowjet-Dissident, aber dann reden wir hier über den Silicon Valley-Kontext.
Es gibt natürlich überhaupt keinen Kritiker der Silicon Valley. Da, es gibt nur Wired, es gibt nur Leute, die, man muss da begeistert sein, man muss sein Produkt verkaufen. Also dieser Zwangsoptimismus, dieser Positivismus, ja, hat die Szene sehr, sehr lange geprägt. Ja, völlig überherrscht. Und es ist erst seit der Finanzkrise 2008, 2009, dass wir sehen, dass sich da was tut, dass sich langsam Leute sich aufstehen und sagen, nein, also bitte, es geht in eine falsche Richtung. Leute, schau mal hier. Und er ist der klassische Beispiel, eine Dissident, der aufsteht und fast predigt. So, und sagt, also ich kann es nicht mehr vereinbaren mit meinem Gewissen, ich muss aufstehen. Hat angefangen, ich glaube 2008, hat er diesen kleinen Essay geschrieben, das hieß Digitaler Maoismus, wo er also die Wikipedia kritisiert hat und die Blödsinn der Massen oder Crowds, er hat die ganze Crowdsourcing Ideologie wirklich frontal kritisiert, und dieses Buch ist eigentlich daraus entstanden, aber er hat diese Kritik nicht nur also über Wikipedia geschrieben, sondern auch über den Bereich, wo er selbst Bescheid weiß, nämlich Musik und Musik neben seiner Tätigkeit als Virtual Reality Guru macht er sehr viel Musik und spielt eigentlich ethnografische und experimentelle Musikinstrumente. In diesem Buch, was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass er sich intensiv damit befasst, mit der Frage, warum eigentlich keine neue Musikströmungen seit Mitte, Ende der 80er Jahre aufgekommen sind. Also es gibt Variationen von Techno-Rap, Hip-Hop, aber es gibt, irgendwas ist da ins Stocken geraten. Und er sagt, dass, und das finde ich schon sehr interessant für jemanden, der aus Silicon Valley kommt, er sagt, ja gut, es ist die digitale Technologie selbst, die einem verführt, einlädt, also diese Remixing zu machen, diese Mashups, die eigentlich von der Architektur her selbst, nicht dazu einlädt, eine völlig neue, authentische, sagen wir mal, Musikbranche oder Strömung aufzumachen. Gut, in der Musikszene ist darauf sehr, sehr kontrovers reagiert, aber ich finde es interessant zu hören, dass es jemand gibt, der aufsteht und sagt, Leute, diese ganze Remix-Kultur bringt uns nichts. Ja? Gut, kommen wir langsam zu Ende. Es gibt auch hier in dem Bereich Außenpolitik der erste der Netzkritiker, der wirklich Einfluss hat. Dieser Mann ist 26 Jahre alt, er kommt aus Weißrussland. Hat sich in den Kreisen, NGO-Kreisen von George Soros bewegt, ist seit einiger Zeit in den USA und vielleicht wissen Sie das, so in dieser Ecke von Foreign Policy, so heißt diese Monatsschrift. Er hat sich da richtig hochgemausert als Foreign Policy Experte, und dieses Buch, also es ist wirklich ein Buch, was direkt Einfluss genommen hat
auf, sagen wir mal, die Verwirrung, die in der Obama-Administration entstanden ist, sagen wir mal, nach dem Debakel von Iran, Juni 2009, ja, als es diese sogenannte Twitter-Revolution gab, auch in Moldova war das, und dann eben natürlich die Facebook-Revolutionen, so wie sie genannt werden, in Januar, Februar in Tunesien und in Ägypten. Ja, und er in diesem Buch kritisiert er also diese Naivität, dass das Internet von sich aus Demokratie bringt, und das ja, und natürlich nimmt er da auch das Beispiel von China und zeigt, dass Internetkontrolle durchaus möglich ist und dass die Ideologie von Silicon Valley, dass also das Internet immer, ja, immer diese Zensur, die da ausgeübt wird, umzweigt und umgeht, dass es überhaupt nicht stimmt, dass in Beijing, dass 50.000 Leute sich da beschäftigen mit Internetzensur, da in diesem einen Ministerium, ja, das sind schon recht viele Leute, aber sie machen es recht effektiv. Gut. Also das ist ein Beispiel von, sagen wir mal, von Netzkritik. Und man sieht da auch, dass zum Beispiel in der zweiten Rede von Hillary Clinton aus dem Januar dieses Jahr, dass sie wirklich auch indirekt sich darauf bezogen hat, auf diese Kritik, und ja, dass sie, dass diese Kritik nicht mehr einfach so verbreitet werden kann. Man kann nicht einfach mehr behaupten, dass Internetbenutzung alleine die Leute politisch bewusst macht und westliche Werte sozusagen verbreiten. Ja, als letzter dann ein Buch, was gerade rausgekommen ist und was sich eigentlich Elie Pariser beschäftigt sich mit Filterphänomene. Filtering ist eigentlich etwas, wobei wir denken, ah, das macht China, und das betrifft uns ja nicht. Und dieses Buch zeigt genau, dass Filtering zum Beispiel überall stattfindet. Und wenn man, der einfache Beispiel ist da, er setzt sich neben jemand anderes und beide benutzen die Google-Suchmaschine, suchen etwas und schauen, hey, aber bei dir kommt was anderes raus. Wie kann das sein? Ja? Ich habe das gleiche Kennwort eingegeben. Wie kann das? Ja? Also diese Personalisierung, die überall stattfindet, das, so behauptet Pariser, ist ein klassisches Beispiel von Filtering. Und das ist genau, was die sozialen Medien derzeit machen. Und wir füttern eigentlich die Maschine und sagen eigentlich, ja, bitte mach mehr, mach mehr. Wir sind sehr, sehr dabei, diese Filtering-Mechanismen weiter zu verfeinern. Und er in diesem Buch stellt meiner Meinung nach sehr, sehr interessante fundamentale Fragen, ob wir wirklich in diese Richtung gehen möchten. Gut, ja, leider hat es, also ich habe Frank Schirmacher genannt, aber es hat natürlich nicht sehr viele europäische oder deutsche Medientheoretiker gegeben. Ich bin selbst ein Schüler von Friedrich Kittler und bin sehr von ihnen beeinflusst. Ich muss aber gestehen, dass in den letzten Jahren, in den letzten eigentlich 10, 15 Jahren, sehr, sehr wenig eigentlich passiert ist in diesem Bereich. Und ich möchte hier auch wirklich aufrufen, um die metaphysische Phase der deutschen Medientheorie wirklich zu beenden und vielleicht sogar auch die historische Phase, an dem natürlich Friedrich Kittler sich sehr, sehr beteiligt hat. Natürlich, es ist logisch, dass die deutsche Medientheorie sich mit der Vergangenheit befasst. Natürlich, und seine These ist besonders wichtig gewesen damals,
die These der militärischen Ursprung des Computers und so weiter, nicht? Es ist besonders wichtig, auch für die nächsten Generationen, die Geschichte der Cybernetik zu erzählen, wie der Computer verwurzelt ist in dem Drama des 20. Jahrhunderts. Aber es gibt wirklich Probleme, diese Gedanken oder die Grundkonzepte zu übersetzen, ja, in dem Alltag, in dem, wo wir uns jetzt befinden. Und ich hoffe wirklich, dass neue Generation aufsteht, die sich mit Theorie befasst, die ja, mit natürlich Geisteswissenschaft als Ausgangspunkt im Wissen ja, der Traditionen und der Geschichte trotzdem in der Lage ist, sich aktiv mit der Debatte auseinanderzusetzen, die jetzt stattfindet. Und meines Erachtens passiert das im Moment in Europa und in Deutschland. Frankreich kenne ich nicht so gut, also ich kann nicht direkt darüber sagen, aber trotzdem also, finde ich, dass wir müssen uns als Intellektuellen, als Wissenschaftler uns aktiver mit dieser Sache auseinandersetzen. Ja. Ich versuche das seit einigen Jahren. Hier sehen Sie das neue Buch, was am nächsten Jahr erscheint, Anfang nächstes Jahres. Networks Without a Cause. Es erscheint sogar noch früher auch auf Deutsch bei Transcript Verlag. Und hier sehen Sie also den Überblick, was ich da versuchen. Leider oder nicht leider, ich weiß es nicht, sind wir meines Erachtens noch nicht so weit, dass wir eine generelle, sagen wir mal, Netztheorie entwickeln können. Natürlich gibt es Netz- und Netzwerktheorien, ja, aber natürlich, das ist eine etwas andere Richtung. Eine Theorie, die sich aber, sagen wir mal, mit diesen neuen Medien und Internet insbesondere befassen. Gut, es gibt Manuel Castells und natürlich, ja, der bleibt natürlich nach wie vor eine große Nummer sozusagen, vor allem in den Sozialwissenschaften. Aber seine Theorien sind doch recht deskriptiv und empirisch. Und das ist eigentlich etwas, was man durch die Bank genommen sieht, also wo wir jetzt sind, ist eigentlich, dass in den letzten 10 Jahren ist der Einfluss der Geisteswissenschaften ist weniger geworden und hat die Soziologie und die sozialen Wissenschaften hatte eigentlich diese Lücke hat gefüllt und dieses Phänomen, diese Phänomene eigentlich eher empirisch studiert. Und natürlich macht es auch Sinn, also weil, wie ich an dem Beispiel von Wikipedia gezeigt habe, es gibt enorm viel Daten, nicht? Also es gibt fast eine Verführung von Daten, ja? weil es gibt so viel und man kann sie so einfach bekommen. Und die Programme, mit denen man diese Daten visualisieren kann, sie sind so wunderbar, sie sehen so schön aus, nicht? Und die Ästhetik der Datenvisualisierung ist etwas, was einfach existent ist. Ja. Aber ich versuche, ich weiß nicht, ob ich alleine bin, aber ich versuche wenigstens auch zurückzugehen und die Grundbegriffe zu befragen und also konzeptuelle Arbeit zu leisten. Und diese konzeptuelle Arbeit, denke ich, soll geleistet werden, damit junge Leute also anfangen, also auch selbst Gedanken zu machen und nicht einfach das, was die Industrie oder vorgibt, einfach immer wieder zu kopieren. Weil das ist eigentlich etwas, was in Europa immer gesagt wird,
was wir eigentlich machen, wo, wenn es überhaupt Entwicklungen gibt, sehr, sehr viele davon sind einfach Kopien, ja, sind eigentlich Variationen. Und ich denke eigentlich, dass wir auch mehr machen können. Gut, also hier ist der Überblick. Ich kann leider nicht die ganzen Kapitel durchgehen. Ich versuche also hier einige Bausteine für so eine Kritik der sozialen Medien zu liefern. Aber gleichzeitig, das muss ich gestehen, versuche ich diese konzeptuelle Arbeit zu leisten anhand von konkreten Beispielen, Fallstudien. Ja? Wir können nicht mehr zurück und sagen, na gut, also wenn man Gilles Deleuze richtig studiert und seine Begriffe nimmt und dann hat man hier das Objekt von Internet und dann hat man hier die Begriffe von Gilles Deleuze und das ist wunderbar und dann hat man hier das Objekt, ja. Also diese einfache, sagen wir mal, Implementierung von Theorie auf den Objekt funktioniert eigentlich nicht und ist in eine Krise geraten. Und deswegen eigentlich lädt das Objekt uns eigentlich im Moment ein, Begriffe da zu entwickeln, die aus dem Objekt selbst kommen und nicht so sehr eins zu eins. Gut, es gibt natürlich Leute, die sich direkt mit sozialen Medien befassen. Und jetzt komme ich zu dem letzten Teil meines Vortrages. Gut, angefangen hat das, glaube ich, vor 5 Jahren oder so mit Dana Boyd. Ich war damals und bin noch wie vor ein Fan von ihrer Arbeit. Sie leistet also vielleicht keine konzeptuelle Arbeit, aber wenigstens versteht sie sehr, sehr, sehr gut, also wie die Gesellschaft und vor allem die amerikanische Gesellschaft auf diese sozialen Medien reagieren. Also die Hauptstudie, was sie macht, ist, dass sie genau hinschaut, was die junge Leute eigentlich machen, jenseits von Gut und Böse. Also in der Klassenzimmer und zu Hause, auf der Straße, und sie beschreibt das sehr, sehr genau. Und diese genaue Beschreibung jenseits von Gut und Böse halte ich für besonders wichtig, ja, weil die Debatte natürlich, wie Sie wissen, zum Beispiel im Bildungsbereich, ja, geht sehr, sehr schnell in Richtung von Moral eigentlich. Man darf dies nicht und jenes nicht. Es gibt sehr, sehr in Amerika, aber ich denke auch in den nächsten Jahren in Europa wird diese Spannung eigentlich immer größer werden. Ja? Weil die ältere Generation gerät in Panik. Was machen die jungen Leute eigentlich da? Die Geräte werden immer kleiner, man kann immer weniger mitbekommen, was da eigentlich passiert auf Twitter oder Facebook. Ja? Und die Leute, die eigentlich glauben, sie haben Autorität, sie verlieren ihre Machtposition, ja? Und geraten eigentlich in Wankeln. Gut, und ich glaube, sie hat das ein sehr gutes Gespür dafür. Sie macht zum Beispiel auch mit dieser Gruppe, es ist ein recht großes Netz in den Vereinigten Staaten, mit Geld von der MacArthur Foundation, und im Oktober wird es eine große Konferenz darüber geben, organisiert von Trevor Scholz, ein Deutscher, der an der New School unterrichtet. Also die Frage, wie eigentlich im Bildungsbereich, an den Unis, aber auch an der Grundschule und durch die Bank genommen, jeder, wie wir damit umgehen sollen, ist eine der großen Fragen, die eigentlich aussteht. Ja, und zu glauben, na gut, also
die Leute werden davon genug haben und ja, es wird eine neue Offline-Romantik geben. Ja, das natürlich, das ist sehr, sehr leicht zu sagen. Gleichzeitig wissen wir auch, dass natürlich es wirtschaftlich ein großer Druck gibt, auf, vor allem auf jungen Leuten, sich zu vernetzen. Und nicht zu glauben, dass die alten sozialen Zusammenhänge, in denen sie stecken, mit Familie oder Schule, dass das sie etwas bringen wird. Nicht? Also die Vernetzung hat auch wirklich einen realen Grund in der allgemeinen Verunsicherung in der Gesellschaft. Ja? Werde ich noch einen Job bekommen? Wo kann ich... ja? Und da spielt diese Vernetzung wirklich eine große Rolle. Also da moralisch anzugehen, ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Eine Verschiebung, die es wirklich gegeben hat in den letzten Jahren und die wirklich etwas zu tun hat mit dem Aufkommen der sogenannten sozialen Medien, ist wirklich, was man eigentlich auf Englisch nennt, also diese Verschiebung von Link nach Like. Also, dieses Verfahren eigentlich, und Facebook hat das richtig gut verstanden. Wenn man einen Link setzt, macht man eigentlich noch etwas Aktives, noch etwas Technisches. Man setzt einen Link nach einer anderen Webseite. Ja? Bei Facebook allerdings geht es darum, dass man in diesen Netzen, geschlossenen Netzen von Freunden, dass man da eigentlich nicht mehr einen Link setzt, sondern nur ganz schnell, indirekt sagt, na gut, ich mag das, das ist okay, das ist gut. Ja? Man kann das sehr schnell machen, ja? Und ja, weil diese Buttons machen es, man muss eigentlich gar nicht mehr tun, ja? Wenn man dieses Like-Prinzip vergleicht mit Linken, bei Linken ging es immer noch auf, ja, sagen wir mal, eine ja, HTML-basierte Handlung durchzuführen, ja? Und diese Liking dagegen hat etwas ist viel ambivalenter. Na gut, und das ist zum Beispiel eine wichtige Verschiebung, die also wirklich wo sind wir jetzt? Na gut, Facebook hat 700 Millionen Leute, also die das benutzen. Das sind also recht viele Leute. Ja, also dieses Phänomen, diese Verschiebung, die sollten wir eigentlich studieren. Und hier gibt es zum Beispiel ein Paper, geschrieben worden von Anne Helmont aus Amsterdam, zusammen mit Caroline Gerlitz, eine deutsche Forscherin, derzeit in London. Und sie versuchen also diese Verschiebung, sagen wir mal, auf den Punkt zu bringen. Es ist nicht besonders kritische Arbeit, und das sagen sie auch, aber was sie versuchen, wirklich also diese Verschiebung genauer sich anzuschauen. Ja? Also das ist, wenn wir also genauer fragen, was bewirken diese sozialen Medien genau, ja? Also nicht reden wir nicht über das Internet und ja, die Gesellschaft, dann ist diese Verschiebung zum Beispiel wirklich wichtig. Gut, dann gibt es natürlich die größeren Fragen, und die kann ich jetzt hier nicht alle, auch nicht ansatzweise diskutieren. Also dieser Verlust der Privatsphäre, die großen Versuche von Facebook, aber auch von Google und anderen, Twitter, möglichst viel über uns rauszufinden. Ja? Es gibt darüber sehr viele Experten,
Und ich halte mich persönlich ein bisschen ferner davon, nicht weil ich damit nicht einverstanden bin, aber weil schon so viele sich damit befassen. Aber klar ist, diese Kritik von Facebook ist eine Hauptkritik, und sie ist auch der Grund, warum viele glauben, ja, für mich ist es Schluss. Und wie schon angedeutet, ich habe vor einem Jahr oder so damit aufgehört, mich an dieser Quit Facebook Tag zusammen mit 50.000 anderen oder so mich daran beteiligt. Aber natürlich, es gibt mittlerweile Anzeichen, dass das wirklich die ersten aufstehen und sagen, nein, ich mache da nicht mehr mit. Ja, gut, also das Aussteigen, das ist natürlich bekannt aus der Soziologie, die Aussteiger sind interessant, sie sind eine Minderheit, aber trotzdem besagt das etwas über was in der Gesellschaft los ist. Was los ist, ist meines Erachtens nämlich diese Verschiebung, nämlich dass auf lange Sicht Facebook als monopolistische Plattform, Facebook, Twitter, QQ, StudiVZ, in Holland ist es Hives, ja? Also es gibt recht viele, dass diese monopolistische Plattforms eigentlich auseinanderfallen. Und das genauso, was vor 5 Jahren oder so passierte mit Blogs, eigentlich, dass diese Funktionen, also diese soziale Vernetzungslogik, dass die übernommen werden von sozialer Software. Und ich habe jetzt hier der meist bekannteste Beispiel gezeigt, das ist Diaspora. Ich denke, die wird erst im nächsten Jahr oder so richtig, sie ist jetzt noch in Beta, sie ist noch nicht richtig ausentwickelt, und das gilt auch für sehr viele. Aber das Gute daran ist natürlich, so wie man hier auch sieht, dass man diese sozialen Netzen auch selbst kontrollieren kann. Ja? Und man wird sehen, das wird irgendwann nächstes Jahr, denke ich, wird das aufkommen, und dann, ich gebe das dann noch ein paar Jahre, und dann wird das auch eine kritische Masse erreichen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Twitter. Ja, und hier sieht man schon Free Open Source Distributed Microblogging. Also das sind dann Plattformen, die eigentlich aufbauen auf diesem Wunsch von vielen, sich doch die Privatsphäre besser zu schützen und auch vielleicht zusammenzuarbeiten, ohne dass viele mitschauen, was da eigentlich vor sich geht. Und es hat also sehr, sehr viele Vorteile. Die Nachteile, dass man vielleicht die anderen Leute, die auf so große Plattformen wie Facebook zum Beispiel sind, dass man sie nicht finden kann, darüber kann man dann streiten, ob das wirklich ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Was die Software im Moment versucht, ist nämlich, dass diese sozialen Netze, die aufgebaut sind in Twitter, Facebook und so weiter, dass die übertragbar werden. Das heißt, dass man nicht bei Null wieder anfängt, sondern, und das wird das Attraktive sein von diesen Alternativen, nämlich, dass man eigentlich weitermachen kann, wo man war, sondern aber dann, dass man sehr, sehr viel mehr Kontrolle hat. So selbst. Und ich möchte jetzt abschließen. Also der andere Trend ist natürlich,
dass mit der Wirtschaftskrise, mit der Finanzkrise, Kürzungen überall, natürlich, dass endlich die Frage auf den Tisch gelegt wird, das Internet bitte selbst auch sich monetarisiert und eine Finanzwirtschaft aufbaut. Es gibt Bitcoin, es gibt andere Versuche, nicht? Sehr, sehr viel in die Richtung. Ich zeige jetzt hier Flutter. Es gibt auch Kickstarter, wo versucht wird, also das Geld für die Projekte, die man macht, also vorher zu organisieren. Viele kennen diese Crowdsourcing-Ideen vielleicht. Ne? Also dass man schon also im Internetgeist also das Produkt, was man dann hergestellt hat, dieses kulturelle Produkt, umsonst verteilen kann, aber dass man versucht, also das Geld, was man damit machen will, vorher zu machen. Also die ganze Frage von Copyright und so weiter, geistiges Eigentum, verschiebt sich dann eigentlich in Richtung Produktion und nicht mehr so sehr fokussiert auf den Vertrieb und die Distribution. Ja. Ich denke, das sind Sachen, die sich befassen mit langfristigen Veränderungen. Und wir haben dafür auch einen Begriff erfunden, sozusagen. Ned Rossiter und ich sind mit dieser Idee gekommen von Organized Networks, also organisierte Netze. Und die sind ganz klar gemeint als Alternative für die schwachen Verbindungen, für die Weak Links, die Twitter, Facebook und die anderen so exzellent versuchen zu exploitieren und uns immer wieder einladen, weitere Leute uns anzufreunden und unseren Kreis eigentlich immer größer zu machen. Wir glauben, dass in die nächste Phase diese Weak Links nicht mehr so interessant sind und dass es eigentlich darum geht, die sozialen Verbindungen, die da sind, mittels Technologien zu verstärken. Herzlichen Dank.